Topical Steroid Withdrawal oder auch genannt topischer Steroidentzug, Cortisonentzug. Was ist das? Ja, Topical Steroid Withdrawal ist ein Phänomen, was es schon sehr lange gibt, was aber erst jetzt seit wenigen Jahren wirklich gut medizinisch beschrieben ist. Und das ist ein Syndrom, wofür besonders Betroffene von Neurodermitis, die über lange Zeit hinweg regelmäßig Cortison oder Antihistaminika oder derartige andere Medikamente gecremt oder genommen haben, für dieses Syndrom sind solche Betroffene besonders gefährdet. Die Merkmale sind folgende, also man hat über längere Zeit regelmäßig die besagten Medikamente angewandt. Das kann schon wenige Wochen, kann schon reichen. Und es kann auch sein, dass man das genau so angewandt hat, wie das einem der Arzt gesagt hat und dass man trotzdem in dieses Syndrom reingerät. Ein weiteres Merkmal ist, diese Medikamente und Cremes, die wirken allmählich immer schlechter und die Haut wird trotzdem schlimmer, obwohl man vielleicht die Medikamente angewandt hat. Und der Arzt, oftmals ist es so, dass der Arzt immer stärkere Medikamente verschreibt, in dem Versuch, die Sache wieder in den Griff zu bekommen, aber diese Medikamente wirken trotzdem allmählich immer schlechter. Und es ist so, also auf Englisch wird es auch Red Skin Syndrome genannt, also rote Hautsyndrom, dass das Muster der Hautröte dem Muster der Blutadern folgt. Also da, wo Adern unter der Haut sind, da ist die Haut rot und da, wo Adern unter der Haut nicht sind, ist die Haut nicht rot. Das ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen Neurodermitis und Topical Steroid Withdrawal, weil es nämlich bei Neurodermitis nicht unbedingt so ist, dass die Hautröte dem Muster der Blutadern folgt. Ja, Topical Steroid Withdrawal wird oft fehldiagnostiziert als schwere Neurodermitis. Das ist es aber nicht. Topical Steroid Withdrawal ist eine iatrogene Kondition. Also das bedeutet, die entsteht dadurch, dass man die Dinge getan hat, die einem der Arzt gesagt hat. Und ja, wenn man das jetzt hat und man hat das bemerkt und man setzt die Medikamente ab, dann kommt diese Entzugssymptomatik, von der ich gesprochen habe. Ja, also es sieht aus wie extreme Neurodermitis. Die Haut ist rot, die Haut nässt oftmals, es ist ein schlimmer Juckreiz und einige Symptome mehr. Dann ist es so, dass es Monate bis Jahre dauern kann bis zur Heilung. Und die Heilung ist nicht linear, dass es, sagt man, am Anfang total schlimm ist und dann wird es allmählich immer besser, sondern es kann sein, dass es am Anfang total schlimm ist und dann wird es ein bisschen besser und dann wird es aber nochmal ganz schlimm und dann wird es wieder besser und das ist sehr individuell. Aber der Körper schafft es, ja, der Körper schafft es alleine und es heilt wieder. Es dauert Monate bis Jahre, je nachdem, natürlich, je länger man vorher topische Steroide sich zugeführt hat, desto länger dauert dann auch die Heilung. Hierbei kann psychologische Begleitung sehr, sehr hilfreich sein, so etwas durchzuhalten. Und es kann hilfreich sein, zu Hause zu bleiben, sich mit seinen wichtigen Menschen zu umgeben, mit Menschen, die einem gut tun. Es kann aber auch helfen, auszugehen und seinen Alltag zu leben, so wie immer. Das ist sehr individuell und man muss auch gucken, was tut meiner Haut gut und was nicht. Und das, was nicht gut tut, das lässt man einfach weg. Also wichtig ist auch, die Verantwortung selbst zu übernehmen.